bei mir Dr. Hugh Bronson. Er ist europapolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Wir sind hier am Brandenburger Tor an einem Platz, an dem sich nicht nur halb Europa, sondern eigentlich die halbe Welt trifft. Und die Vertretung der Europäischen Kommission ist auch nicht weit weg von hier. Herr Dr. Bronson, die erste Frage, die sich viele unserer Zuschauer vielleicht stellen, ist, inwiefern ist Europapolitik für uns als Bundesland überhaupt wichtig? Es gibt drei markante Posten, die mir aufgefallen sind. Es ist einmal, 250.000 wird tatsächlich ausgegeben, um die Berliner Verwaltung entsprechend zu schulen, damit sie mit der Bürokratie zurechtkommt, um an die Gelder, die uns zustehen, heranzukommen. Das ist viel Geld. Die Europakompetenz nennt sich das. Also die Verwaltung soll europakompetent werden. Wohlgemerkt europakompetent, wobei natürlich wieder von der EU eigentlich die Rede ist. Das sind Sprachkurse, das sind besondere Reisen zu den Kollegen in anderen Ländern, um dort zu sehen, wie die das machen. Immerhin 250.000, das ist gutes Geld. 500.000 wird ausgegeben, um die Europakompetenz der Berliner zu stärken. Die Berliner sind nämlich nicht europakompetent genug, so könnte man das schlussfolgern. Das Geld wird ausgegeben für Werbemaßnahmen, für Aktionen, um eben die Idee von Europa mit den Werten, was man dafür hält, um das den Berlinern näher zu bringen. Also pro-EU-Propaganda, könnte man sagen. Es ist ganz kritiklos. Es ist die EU natürlich, es ist nicht Europa. Und alles ist wunderbar, alles ist herrlich, es muss größer werden, es muss schneller werden und alle müssen mitmachen, Tag und Nacht und ohne Unterbrechung und ohne Erschöpfung. Und dann sprachen Sie von drei Posten, zwei hatten wir jetzt genannt. Was ist der dritte? Das ist der allergrößte. Das sind 2,4 Millionen und die werden zur Seite gestellt für den regierenden Bürgermeister, für Auslandsreisen, für Aktionen mit Kollegen, Städtepartnerschaften und so weiter. Was an sich nicht verkehrt ist, Städtepartnerschaften muss man fördern. Allerdings ist das ein Betrag, der so hoch war wie noch nie. Warum brauchen wir 2,4 Millionen dafür? Die Berlin ist verschuldet, knapp 60 Milliarden. Da sollte man erstmal ansetzen und versuchen, die Schuldenlast oder die Schulden zu senken, bevor wir jetzt anfangen, großzügig das Steuergeld neu zu verteilen. Also mit anderen Worten, Europapolitik ist nicht in den allerbesten Händen beim Rot-Rot-Grünen Senat. Es ist in katastrophalen Händen beim Rot-Rot-Grünen Senat, wie viele andere Belange auch. Und hier oftmals missversteht man den Zugang zu Europa als einen weiteren Zugang zu Staatsgeld. Man möchte natürlich an das Geld heranbekommen, um es einzusetzen. Europa ist eine kritiklos gute Sache oder die EU ist eine kritiklos gute Sache und dort möchte man das Geld natürlich einsetzen, um auch sich selber in diesen Gremien zu etablieren, das ist keine Frage. Dr. Hugh Bronson, europapolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Das war unser Sommerinterview für heute und schon bald haben wir ein weiteres für Sie.